Hallo und willkommen bei Clicker Heroes. Ich mache mal ein bisschen Musik im Hintergrund, weil es gibt etwas Neues. Oder ich habe eine Kleinigkeit für euch, bevor wir hier mit den Dingern anfangen. Bei uns in der Gilde hat hier einer gepostet einen Gutscheincode für Rubine. Das ist WX8AVFA10R. Und der hat bei mir auch funktioniert und ich denke mal, dass man ihn öfters benutzen kann. Von daher zeige ich euch das. Da geht ihr hier auf diesen Schraubenschlüssel, dann auf Redeem und dann könnt ihr hier den Code eintippen und dann drauf drücken. Und dann hier bei mir steht, wurde bereits gemacht, aber euch müsste der noch funktionieren. Und dann kriegt ihr 10 Rubine. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Ihr wisst ja, Kleinvieh macht auch Mist. So, jetzt müssen wir hier erstmal schnell ein paar bauen. Und meine Gefolgsleute hier schnell auf den Weg schicken. Jo, kriegen wir auch noch ein bisschen was. So, und ich habe endlich einen epischen gefunden. Da bin ich sehr froh drüber. Da gab es auch gleich wieder einen schönen Erfolg. Jo, mal gucken, wie läuft es hier in der Gilde. Machen wir den heute oder nicht? Das ist die Frage. Aber ich glaube, da könnten wir mal versuchen, Schaden zu machen. Wie viel wir da reinhauen. So, und wir klicken, 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 klicken. Ja, es läuft. Da haben wir schon die erste Trillion abgezogen. Und es ist umgeschwappt. So, und dann sind die 30 Sekunden um. Und jetzt. Ich bin gespannt, wie viel wir geschafft haben. Na, 740. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, sonst hier läuft der Counter immer weiter hoch, aber ich drücke hier nicht mehr rauf, weil was bringt's? Relikte sind immer noch dieselben. Hier habe ich ordentlich geskillt. Ich glaube, ich habe jetzt sogar viel zu viel in Solomon geskillt. Da müsste ich mal wieder bei meinem, ja, hier auf der Webseite bei dem Calculator mal reinschauen. Weil ich baller jetzt einfach immer alles in Solomon und den Rest in Morghulis. Aber ich glaube, ich müsste mal wieder hier ein bisschen die anderen für mehr Schaden aufskillen. Jo, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Ich idle jetzt immer so ein bisschen hier bis 2,7 geht es immer noch recht flüssig. Dann fängt es an zäh zu werden und bei 2,8 spätestens da ascende ich immer. Das ist so, wie ich halt so gemütlich hier vor mich hin spiele. Ja. In dem Sinne möchte ich euch auch noch empfehlen, ich habe jetzt auch wieder Cookie Clicker für mich entdeckt und da habe ich jetzt auch ein paar Videos gemacht, die werde ich jetzt auch versuchen täglich hochzuladen. Habe ich schon ein bisschen vorproduziert, weil am Anfang passiert ja doch immer ein bisschen mehr wie später, wo dann nicht mehr ganz so viel los ist. Ja, und hier werden wir jetzt. Ach, wartet mal, habe ich gestern den Reward schon eingesammelt? Sehr gut. Da hatte ich mich nicht vergessen, Schaden zu machen, hat er den einfach alleine gelegt. Ich finde, hier müsste er irgendwie so eine schöne Übersicht haben. Warte mal, gestern war. Hatte der auch 137 und heute auch. Ah, der hat, glaube ich, den Trick gemacht, weil wenn man genau, wenn der Timer hier auf 0 Uhr zurückspringt, draufdrückt, dann resettet man das und der bleibt bei dem Boss, bei dem man gerade ist. Also wenn man genau um 0 Uhr hier auf Fight drückt, dann passiert das. Weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist, aber ich habe schon bei einigen Gilden gesehen oder Clans, dass die sowas machen, um halt immer bei demselben zu bleiben, weil sonst müsste man ja immer einen Tag wieder warten, bis der zurückgeht auf den Boss. Von daher werden wir den heute wohl auf jeden Fall legen. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Schaden machen, dass ich mehr Hero Souls kriege. Und da werde ich mich jetzt auch drum kümmern. Bis zum nächsten Mal.